Geht es allen gut? Gamora, Drax! Ich lebe noch. Meine Epithelschicht ist intakt. Rocket, Groot, wo seid ihr? Oh, Flark. Sieht jemand, wo es hier rausgeht? Ich sehe da drüben ein helles Licht. Okay, geh nicht drauf zu. Wächter der Galaxie! Wie viele Male muss ich euch denn noch umbringen? Halt sie hin, Peter. Eure Dreistigkeit, zu glauben, dass ihr mich berauben könntet. Fürs Protokoll, nicht alle waren mit dem Plan einverstanden. Danke, Quill. Wirf mich doch gleich ihren Monstern zum Fraß vor. Wisst ihr, was ich mit den letzten Verrätern gemacht habe, die dachten, ich wäre eine leichte Beute? Du hast sie gehen lassen? Kein Ausgang, wir sitzen in der Falle. Lady Hellbender, lasst uns das ehrenhaft regeln. Ich stelle mich euch im Zweikampf. Ehrenhaft, sagst du? Dieses Angebot kommt leider ein wenig zu spät, Zerstörer. Es gibt kein Entrinnen vor meinem Zorn. Damit kann ich leben. Dweller, das Festmahl wartet! Ein wahres Monster. Dann machen wir es richtig tot. Wir müssen diesen Gegner Glied für Glied fällen. Ja, sie hoch. Dafür ist es ein bisschen spät. Erwarte Schmerz. Ich sehe das genauso, Kumpel. Stampfen wir den Kerl ein. Dafür werdet ihr bezahlen! Jetzt! Attacke, Alter! Was? Nein! Jetzt wissen wir, welche Art von Monster Hellbender macht! Die Art, die uns frisst! Zeig uns dein Schwert! Wurde auch gezeigt! Team Grün, nagel diese Tentakel weg! Nicht schon wieder! Du hast genug mit ihnen gespielt! Bring's zu Ende! Okay, Massenkontrolle! Vergesst ja den Ort nicht! Vorsicht vor Dornenauswüchsen! Was jetzt, Peter Quill? Jetzt! Yes. Angriff! Jetzt! Yes. Überwältige sie! Sie wird das sicher nicht durchgehen lassen. Es wäre unehrenhaft, so eine Zeichnung zu vertreiben. Schneidet sie auf. Alles für dich. Auf die Spitze getrieben. Die Bestie muss sich von diesen Galan-Kreaturen ernähren. Sie darf sich auf keinen Fall erholen. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Wir machen Fortschritte! Dem Ding gehen die Arme aus! Vernichte sie, mein Lieber! Sie sind stärker, als sie aussehen! Du hast das Ding ins Nichts geprügelt! Irgendwas! Mit Photosynthese! Ich bin Groot! Da steht doch mein Name drauf! Kauf mich auf den Beinen, Großer! Ich stehe in deiner Schuld, Peter Quill. Peter Quill, entfessle mich gegen diese Lange. Nein!
wäre unehrenhaft, so eine Kränkung zu verzeihen. Lobenswerte Bemühungen, Lady Hellbender. Schon, du Riesen-Oktopus! Ich brauch nur eine Lücke! Ha, wackelig, untödlich, das soll das! Ich weiß nicht, aber das Reinschneiden macht doch Spaß, oder? Überrennen, mein Lieber! Okay, wir machen Fortschritte. Die Bestie hat aus ihren Fehlern gelernt. Mach Aufschnitt aus ihnen. Es tut auch nicht weh. Komm schon, gib mir nur einen Schuss. Du besitzt keinen Schuss, Mann. Das ist ein geringer Trost, Drax. Los, auf sie! Vernichte sie! Komm schon, du Riesen-Oktopus! Ich brauch nur eine Lücke! Was jetzt, Peter? Jetzt! Attacke! Welche Geschmacksrichtung der wohl hatte? Jetzt! Überwältige sie! Bin ich schon genug Probleme? Ich werde euch Probleme geben. So wird das gemacht. Reißt ihr Inneres daraus. Sie wird das sicher nicht durchgehen lassen. Es wäre unehrenhaft, so eine Kränkung zu verzeihen. Vernichte sie, mein Lieber! Die Bestie muss sie von diesen Galler-Kreaturen ernähren! Das ist ein geringer Trost, Drax! Überrenne sie, mein Lieber. Es wird Zeit, dass jemand eine Klingel führt. Die Gemüter erhitzen sich. Versteht ihr? Dann lasst uns das Ding auf Eis legen. Kämpfe sie auf. Es ist nicht zu spät, die Sache abzublasen. Es gibt keine verbliebenen Kriegbahn. Achtet auf die Bomben! Ich lasse mich jetzt nicht in die Luft sprengen! Bombe! Gefühlt könnte der Sprengstoff flüssig sein! Achtung! Es sind so viele für Hitzewächter!
und hab die Klinge im Griff! Ich komme an meine Kreischen! Leute, Gruppe bilden! Ich habe schon viele hinterhältige Flagnasen bekämpft, Quill. Ich auch. Aber die Bosheiten dieser Typen sind verflagt kriminell. Wenn die so weitermachen, haben sie den Kampf bald gewonnen. Diese Irren werden auf keinen Fall gewinnen. Nicht gegen uns. Wir sind harte Männer. Und Frauen. Abtrünnige. Wir würfeln um unser Leben, weil wir keine Angst haben. Und weil wir es wollen. So ist's richtig. Wir müssen kämpfen, um zu überleben. Wer ist dabei? Ultras Gefühle wir müssen warten. Oh yeah! Was jetzt, Peter? Achtet auf die Bomben! Meine eigene Waffe wird ein Untergang sein. Wer wollte eigentlich die hier auf der Innenseite scharf machen? Keine Ahnung. Da steht doch mein Name drauf. Ich bin bereit zu zerstören. Es wird Knallkugeln raus. Schlag, die Dinger sind scharf. Das sagt doch mal einer, die inneren Werte zählen. Keine Ahnung, aber jetzt ist er tot. Ab zu den Brandabfahrten! Mit Inbrunst! Lass dich auch abschneiden, es kommt zurück! Zerstört, dieser Kern wird hochgehen! Wir kriegen gleich neue Probleme! Komm, Wackelwürfel in den Wackelhimmel? Ich weiß! Schwert, Hammerhäckerin! Hochjagen, Jocke! Das Ding kriegt bestimmt Mörder so brennt! Das erscheint mir unwahrscheinlich! Natürlich spuckt das Ding geschmolzene Kerne! Es ist verzweifelt! Überwältige sie! Meine enorme Kerne wird zu wenig eingesetzt! Warum gibt dieses Ding überhaupt? Peter! Mach Platz! Das Fleisch von den Knochen zu reißen betrifft nichts! Es ist nicht zu spät, die Sache abzublasen! Hungrig für dich selbst! Ich will Rache! Spüre das Fachmacher! Das Ende dort, Lady Hillfelder! Nicht unvorsichtig werden! Ach, hör auf, ich spreche doch, Peter Quill! Was glaubt ihr denn, was ihr da macht? Jetzt ist die Zeit zum Angriff! Welche Geschmacksrichtung der wohl hatte? Ich bin nicht sicher, aber ich bin sicher, du hättest ihn besiegt! Wir haben einen heftigen Fehler gemacht. Und heftig viel Bargeld. Niemand entkommt Lady Hellbenders Zorn. Das werden wir sehen. Was zum...
Knochen gehören mir, Wächter der Galaxie. Sie jagt uns bis ans Ende des Universums. Wen interessiert's? Wir sind runter von der Matschkugel und haben das Geld. Geld, das du uns gezwungen hast zu stehlen. Ach, und wie war das mit dem Raubzug auf Zootopia? Da hast du dich nicht beschwert. Lady Hellbender ist keine Bank. Stimmt, leider nicht. Sonst würde jetzt wenigstens die Beute stimmen. Wow, 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 wow. Eins nach dem anderen, bitte. Lady Hellbender wird Rache wollen. Denk an meine Worte. Dann muss sie sich hinten anstellen. Erst rufe ich Corell an. Je früher wir die Strafe bezahlen, desto besser. Ja, und wir können uns wieder daran gewöhnen, pleite zu sein. Das ist krass. Denkst du eigentlich immer nur ans Geld, Nager? Nein, manchmal denke ich auch an Bomben. Und Fusel. Ah, Bomben aus Fusel. Nikki! Das war... Ist das wirklich ein Ding? Irgendwas stimmt nicht mit der Verbindung. Dreh mal am Regler. Hab ich, bringt nichts. Nikki, ist deine Mom auch da? Ich muss unbedingt mit ihr reden. Sie ist bei ihm. Hier drin. Was du mit dem Mantinezone? Ich war nicht an Bord und da war so ein dummer. Hast du die Bandbreite begrenzt? Habe ich schon versucht, es muss was anderes sein. Ich verliere dich, Nikki. Hol deine Mom. Musst du das mit dem Dad bist? Was soll ich? Also Annika Raker sprach von einem Wunder. Ich glaube, mit dem Mädchen stimmt was nicht. Ja, sie gehört zum Nova-Corps. Kannst du das reparieren? Ist ja gut, reg dich wieder ab. Ich check mal die Matrix. Komm. Ich muss einfach. Seht euch das an! Es hat alles völlig zerkaut! Ich dachte, Corell hätte das Loma den konfisziert. Lama. Sag ich doch. Wo wohnt der, den das interessiert? Die Goldhelme haben es uns dagelassen und jetzt ist die Matrix hinüber. Ich verspreche dir, wir reparieren das so schnell wie möglich. So wie du uns versprochen hast, dass deine Freundin nachsichtig mit uns ist? Ah ja, okay. Hey, das ist nicht fair. Weißt du, was nicht fair ist, Quill? Dass ich anscheinend der Einzige bin, der hier einen Furz auf die Milano gibt. Hör zu. Wir müssen in Stock die Matrix reparieren. Ich kenne zum Glück jemanden auf Nowhere, der die Teile hat. Und der schraubt uns günstig den Nova-Tracker ab. Wir können das Kind nicht zurücklassen. Es hat sich seltsam verhalten. Das Lama-Ding hat die Kabel zerkaut, Rex. Wahrscheinlich war nur die Verbindung schlecht. Und wenn wir den Tracker entfernen, wird Corell uns die gesamte Nova-Corps-Flotte auf den Hals hetzen. Gamora hat recht. Wir haben es versprochen. Ich hab's versprochen. Finde heraus, wo Corell ist, dann bezahlen wir unsere Strafe. Ist das jetzt ein schlechter Witz? Auf die Weise müssen wir beim nächsten Job nicht befürchten, dass wir Nova an den Hacken haben. Ja, falls es einen nächsten Job gibt. Klingt, als hätte Groot das beißwütige Mistding unter Kontrolle. Es sollte besser nicht mehr herkommen und an meinem Schiff rumkauen. Oder ich... Was die Zukunft wohl für uns bereithält. Mehr Kämpfe. Vielleicht sollten wir nächstes Mal einen Auftrag ohne Kämpfe annehmen. Und wofür wärst du dabei gut? Feinde zu erledigen ist nicht meine einzige Stärke. Hey, 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 Gamora! Ich hab grad diesen supercoolen Attentäterring bewundert. Den hab ich für meine supercoole Lieblingsattentäterin besorgt. Als Zeichen meines, du weißt schon... Zeichen deines was? Na, meines immerwährenden Bestrebens, nicht von dir ermordet zu werden. Dafür reicht dein Ring nicht aus. Obwohl er wirklich hübsch ist. Woher weißt du, was das für ein Ring ist? Tja, du bist nicht der erste Attentäter, der mir über den Weg läuft. Aber ich sollte mich wohl glücklich schätzen, dass mir noch niemand die tödlichste Frau der Galaxie auf den Hals gehetzt hat.
Ach, dieser Name ist eigentlich eine Fehlbenennung. Alle glauben, ich hätte ihn wegen der Drecksarbeit für Thanos. Bevor ich, ihn verraten habe. Tatsächlich erhielt ich ihn nach meinem Beitritt zum Widerstand. Auf einer Mission, bei der niemand gestorben ist. Warum bist du Thanos in den Rücken gefallen? Ich meine, er hat dich adoptiert, da warst du... 5. Er hat uns aufgezogen und uns alles beigebracht. Und was war der Auslöser? Was hat dich umschwenken lassen? Ich hab den Widerstand gefunden. Was? Thanos war besessen. Er ließ mich und Nebula viele Zyklen lang nach ihrer Basis suchen. Jede von uns wollte sie zuerst finden und es ihm melden. Als ich sie dann zuerst gefunden habe, war ich versessen darauf, es ihm mitzuteilen. Ich kam nach Hause und sah, wie er in einen scheinbar leeren Raum sprach. Zu jemandem namens Lady Death. Klingt eigentlich harmlos. Ich dachte wirklich, er liebt uns. Auf seine eigene, kranke Art. Aber Thanos wollte nicht das Gleichgewicht der Galaxie wiederherstellen. Er war einfach in den Tod verliebt, buchstäblich verliebt. Und er wollte uns alle töten, um es zu beweisen, einschließlich mich und Nebula. Das konntest du nicht zulassen. Nein. Also habe ich den Widerstand nicht verraten, sondern mich ihm angeschlossen. Du musst mir von dieser Widerstandsmission erzählen. Vor allem, wenn es keine Toten gab. Ich glaube nicht, dass dir die Geschichte gefällt. Warum nicht? Weil sie kein besonders gutes Licht auf Corell wirft. Okay. Zuerst mal muss dir klar sein, dass sie sich am Ende des Krieges ereignete. Der Widerstand war schon am Ende. Fast. Die Chitauri wussten es, Thanos wusste es, wir alle wussten es. Aber dann starb Thanos. Die Leute hielten es zunächst für eine Falschmeldung, gestreute Fehlinformationen, um den Widerstand rauszulocken. Aber als klar wurde, dass es wahr sein könnte, witterte Corell eine Chance. Eine Alles-oder-Nichts-Mission, die den endgültigen Sieg bringen sollte. Der letzte Angriff auf Chitauri Prime. Die geheime Mission des Widerstands, bei der ihre neugeborene Königin entführt wurde. Nur, dass die Entführung der Königin nicht zu Corells Plan gehörte. Sie hatte mich nur aus einem Grund mitgenommen, die Königin zu töten. Was? Völlig unmöglich. Ist das so schwer zu glauben? Corell war in Trauer. Das weißt du doch. Die Chitauri hatten ihren Mann getötet. Und ihren Jungen. Sie wollte Rache und ich war ihre Chance, sie endlich zu kriegen. Corell würde nie im Leben ein Kind umbringen lassen. Und erst recht kein Neugeborenes. Glaub, was du willst. Aber sie ist nicht mehr die, die sie früher mal war. Keiner von uns. Etwas ist anders. Vielleicht ja wegen Nikki. Wie auch immer. Ich habe mich geweigert und wir haben den Krieg ohne weitere Tote gewonnen. Aber aus Gründen, die ich selbst nicht ganz verstehe, bin ich seitdem als die tödlichste Frau der Galaxie berüchtigt. Ich, weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Du musst gar nichts sagen. Ich habe den galaktischen Krieg hinter mir gelassen. Und jetzt bin ich hier und habe jede Menge Spaß mit euch Verrückten. Und ich würde es auch nicht anders wollen. Aber mal ganz im Ernst. Danke für dein Vertrauen. Sicher. Tödlichste Frau der Galaxie. Eine Fehlbezeichnung. Aber eine korrekte. Was gibt's, Muskelpaket? Bist du auch stinkig wegen der Matrix? Ich denke über unsere letzte Mission nach. Schon klar. Ist jemand da drin? Rocket? Was? Ich bin beschäftigt, Mann. Ist das meine Zahnbürste? Damit kommt man auch noch in die allerkleinsten Ritzen. Wow. Rocket, bitte! Halt's noch ganz kurz zurück. Bin gleich fertig. Ein Penny für deine Gedanken? Was ist ein Penny? Das ist Geld. Sowas wie Units. Eine Redensart. Heißt, ich will wissen, was du denkst. Wir brauchen unsere Units für das Nova-Corps, sonst riskieren wir... Drax. Sag mir einfach, was los ist. Mir wird bewusst, dass ich weniger weiß, als ich angenommen habe.
Seknarf 9 entsprach. Nicht meinen Erwartungen. Weil Lady Hellbender keine Riesin ist? In der Tat nicht. Das ist nur ein Teil, Peter Quill. Unterwegs zu ihr wurde mir klar, dass auch viele meiner Annahmen über dieses Team vorschnell waren. Tatsächlich. Die Attentäterin und der Nager. Hätten sie und der Baum nicht mit uns gekämpft, wären wir jetzt nicht mehr am Leben. Ich sag doch, das sind keine schlechten Leute, nur weil sie eine schlimme Vergangenheit hatten. Das Leben ist kompliziert, Drax. Die Dinge sind nie einfach. Auf K'Teth waren sie's. Eine liebevolle Familie und eine Sicherheit im Leben. Beides habe ich verloren. Du findest sie ganz bestimmt wieder. Das braucht nur ein bisschen Zeit. Nager, hättest du der Lama-Kreatur was getan, wenn der Baum sie nicht entfernt hätte? Was denkst du? Das Ding hätte es verdient. Du solltest davon Abstand nehmen. Ich müsste dir sonst deinen Arm entfernen. Was zum... Gamora, hast du... Sind das Puppen? Ja. Nein. Ach, ist doch egal. Die Hallas Hope ist im Teio-System. Koordinaten in der Konsole. Okay, du hast mich überrascht. Einmal. Mach keine Gewohnheit daraus.